3 plus a mal b ist gleich zu 3 plus a mal b. Nur dann, wenn eine dieser fünf Bedingungen erfüllt ist. Schaffen wir von dieser Gleichheit 3 plus a mal b gleich 3 plus a mal b. Hier können wir das b auf diese Klammer verteilen und so erhalten wir, dass 3b plus ab dasselbe sein muss wie 3 plus ab. Links und rechts vom Ist-Zeichen haben wir diese gemeinsame Zahl ab, die wir beidseitig abziehen können und somit sind die weg. Es bleibt noch 3 mal b gleich 3, also muss b 1 sein. Und somit ist die Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.